Wir diskutieren über den Fall Julia Timoschenko, Lutsenko und vielen anderen Fällen seit fast einem Jahr. Und es werden immer neue Versprechungen, immer neue Verfahren in Gang gesetzt, aber es wird nichts Versprochenes gehalten oder es werden keine Dinge vernünftig umgesetzt, sondern man hat den Eindruck, es wird auf Zeitgewinn gearbeitet. Auch die Verschiebung der Sitzung des Berufungsgerichts scheint mir ein solcher Fall zu sein, um Zeit zu gewinnen, um auf die Art und Weise letztlich die Oppositionspolitiker nicht in die Lage zu versetzen, an den nächsten Wahlen teilzunehmen. Das ist der entscheidende Punkt. If you look in the rule of law, I must say that indeed there is probably some progress, but it must materialize. And it means that the Timoshenko case is a test case. Yes, there are other cases, but we should use this case to see whether there's progress or not. Yes, there is now better treatment of Ms. Timoshenko than there was before. But it should not be the end of the case. I mean, the cassation should be free and fair and open and transparent, and the revision of court cases. I must say I'm not in favor of a boycott of the European Football Championship. Why not? We have these discussions because of the championship. Like we talked about human rights in China because of the Olympic Games. We should use it. And those who will represent their countries in Ukraine should use the opportunity to draw the attention to the human rights situation. Es geht nicht allein um Julia Timoschenko. Es geht um die systematische Verfolgung von relevanten Köpfen der Oppositionsparteien in der Ukraine. Ich finde, wir sind damit jetzt, was die Aufmerksamkeit angeht, weitergekommen. Ich finde, wir dürfen an dieser Stelle nicht stehen bleiben. Und deshalb möchte auch ich noch mal dafür plädieren, dass wir nicht es uns so einfach machen, dass wir jetzt sagen, wir boykottieren die Europameisterschaften in der Ukraine. Ich bin der Auffassung, boykottiert werden muss die Regierung der Ukraine mit denjenigen, einschließlich des Präsidenten, die für diese Unrechtsjustiz stehen. Das Assoziierungsabkommen meiner Meinung nach, ja, das ja noch nicht in der Auseinandersetzung so viel Aufmerksamkeit bekommen hat wie der Fußball, darf nicht unterschrieben werden, wenn die Entwicklung, gerade was die Justiz angeht, in der Ukraine so bleibt, wie sie bisher ist. Die nächsten Wahlen müssen tatsächlich den Beweis dafür liefern, dass es in der Ukraine eine Entwicklung zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gibt. Creo que sin poner en cuestión la celebración del Campeonato Europeo de Fútbol, que está efectivamente organizado también por Polonia, y me dirijo a usted, señor comisario, creo que la Unión Europea debería tratar de dar una respuesta articulada, ya que se supone que estamos intentando establecer una política exterior y de seguridad común de tal manera que los representantes de la Unión Europea y de sus Estados miembros pudiesen comparecer de una forma homogénea, articulada y bajo una posición común. We have seen that also within the European Union, some of the Central and Eastern European countries still show ups and downs in this democratic development. What is important, however, is that the authorities understand the problems and work on them. No.